Die Medizin ist die Königsdisziplin der künstlichen Intelligenz, denn sie rettet konkret Menschenleben. Dennoch spielt sie in unserem sehr guten Gesundheitssystem noch nicht die Rolle, die sie eigentlich spielen könnte. Wenn wir weiter in der Medizin Weltspitze sein wollen, benötigen wir die Entschlossenheit der Politik. Dabei sind mir, auch als Wissenschaftlerin und Ärztin, drei Dinge wichtig. Erstens, wir brauchen eine gezielte Förderung und eine exzellente Infrastruktur. Zweitens, wir brauchen einen reibungslosen Transfer von der Forschung in die Regelversorgung. Dazu haben wir als einen ersten Meilenstein gerade einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, das digitale Versorgungsgesetz. Drittens, künstliche Intelligenz braucht enorme Datenmengen und künstliche Intelligenz produziert auch große Datenmengen. Wie wollen wir in Zukunft damit umgehen? Dafür müssen Politik und Wissenschaft ethische Leitplanken formulieren. Als einziges norddeutsches Mitglied der Enquete-Kommission KI des Bundestages ist mir das ein ganz besonderes Anliegen, dass wir gerade hier im Norden in einem Kompetenzzentrum die Erkenntnisse der künstlichen Intelligenz bündeln. Das unterstütze ich aus vollem Herzen.